Ja, einen wunderschönen guten Morgen, liebe Leute, mal wieder aus dem Ruhrgebiet. Ich bin hier auf dem Sonntagmorgen heute nach Duisburg gefahren, ihr seht schon im Hintergrund. Der Harry, mit dem Harry bin ich ja schon mal geradelt. Hallo. Und der Klaus von Kanal Klaus fährt Rad, richtig? Genau. Habe ich mir gut gemerkt, ne? Ist auch mit dabei und wir machen heute eine kleine Herrentour hier. Der Harry hat das wieder vorbereitet. Ist ja auch besser so, wenn ich keine Strecken plane. Ich glaube, Komoot ist auch wieder im Spiel, aber mal schauen, auf was für Abwege wir uns hier heute bewegen. Heute wird ja auch ganz spannend, drei Versionen von der Tour nachher sehen zu können. Bin mal gespannt, was die beiden dann zusammenklöppeln aus unserer Tour. Morgen. Moin. Und jetzt geht es hier richtig ins Grüne, über die grüne Ampel. Da muss ich mit. Kommen wir gleich zur ersten großen Attraktion hier heute bei der Tour. Tiger in Turtle, die begehbare Achterbahn. Und wie der Harry mir gerade gesagt hat, hier das neue Schwanstein des Ruhrgebiets. Jedenfalls von den Touristenmassen, die hier wohl mittlerweile das ganze Ding sehen und begehen wollen. Bin ich mal gespannt. Ich bin mal gespannt gleich hier, begehbare Achterbahn. Das ist ja was fürs Büro, ne? Fürs Spielkind. Oben gibt es gleich Frühstück. Ja, liebe Leute, Hecheln statt Lächeln hat der Harry jetzt auf seinem Shirt stehen. Und wie ich gerade schon gesagt habe, letztes Mal habe ich fast schon schlechtes Gewissen gehabt, dass ich ja motorisiert raufgefahren bin zu unserem Frühstücksspot. Und heute können wir alle lächeln. Alle mit dem Elektrorad unterwegs. Jetzt weiß ich, warum er das als Bodenwelle bezeichnet hat. Ja, aber hier ist auch eine herrliche Aussicht, ne? Und wir gehen gleich mal rauf, dann sehen wir bestimmt noch besser. Aber ich bin schon ganz begeistert hier. Klasse. Ja, liebe Leute, ich glaube, ich habe das noch nie irgendwo erwähnt, aber ich habe so ein bisschen Problem mit Höhe. Wir sind gar nicht jetzt so hoch hier geklettert, aber das Ding wackelt auch so ein bisschen. Und von daher geht es jetzt wieder runter. Und dann noch ein bisschen von hier gucken. Wie gesagt, hier die begehbare Achterbahn. Magic Mountain, Tiger and Turtle. Guck mal, wie grün das hier ist, ne? Ist natürlich auch so ein bisschen windig hier oben auf der Landmarke, aber der Harry gibt alles, kümmert sich wie eine Mutter, dass wir jetzt hier frischen Kaffee bekommen. Guten Appetit!
immer diese Leute mit den Kameras hier. Guckt euch das an. Hier da so ein YouTuber. Hier noch so ein YouTuber. Verstehe das nicht. Ja, leckere Frühstück ist zu Ende. Haben jetzt ja auch ganze 6 Kilometer geschafft in 2 Stunden. Mit dem Harry schafft man das ja immer. Ne? Man unterhält sich so nett und kommt dann nicht so wirklich voran hier heute. Ne? Aber nun ja, mal gucken, was wir noch für Sehenswürdigkeiten hier präsentiert bekommen. Hier nochmal Tiger and Turtle. Die begehbare Achterbahn. Hier muss ich gucken, dass die Jungs mir nicht wegfahren. Blauen Himmel gibt es ja gerade nicht zu sehen heute. Und es ist auch noch ordentlich Niederschlag gemeldet hier. Mal gucken, ob wir der Geschwindigkeit weitermachen. Werden wir wohl nicht so weit kommen heute. Na gut, vielleicht werden wir weit kommen, aber wir werden nicht lange trocken bleiben. Oh je. So, versuchen jetzt mal hier oben auf dem Rheindeich weiter zu radeln. Das ist ja sogar asphaltiert hier oben. Guckt euch das an. Hier nicht, aber gut geschottert. Von der Rheinbrücke aus hier eine interessante Aussicht. Krefelder Spedition. Tippitoppi. Eine etwas größere vergleiche Bauart. Die ist aus der Kaiserzeit, heißt auch Kaiser-Wilhelm-Brücke. Wird heute noch gedreht, weil das ist der Hafen, da liegen ja hinten auch Schiffe drin. Die wird von Hand betätigt. Ja, da geht also, krabbelt einer unten rein und dann kurbelt er die. Zurzeit ist die Straße gesperrt, man kommt nicht rüber, weil sonst wären wir rübergefahren. Lernen wir ja richtig was heute hier. Normal liegt der bei 2,30, 2,35. Ziemlich hoch das Wasser hier im Moment.
Ja. Der tiefste Stand, der mal war, den ich gesehen habe, war 65. Wie hübsch das hier ist in Uerdingen. Burg Linn hier in Krefeld, eine alte Wehrburg. Mal richtig mit ja, Zugbrücke ist es jetzt nicht mehr, aber wenn man die hochklappt, klappen würde, wäre man da sicher. Ganz schönes Örtchen, wo der Harry uns hier hingebracht hat. Wieder ein bisschen was zu sehen. Die Sonne scheint auch wieder. Da freue ich mich. Da freuen wir uns. Tippitoppi. Weitarmiges Kreisen. Ich kapiere das überhaupt nicht. So? Ist eher so Salsa tanzen, ne? Na, guck mal. Jetzt wissen wir auch, wo der Weihnachtsmann seinen Schlitten geparkt hat. Ganz weit auf dem Vormarsch. Hätte er mal freischneiden können für uns hier. Ja, ich habe mir schon ein bisschen Brennnessel in den Beinen an, dass ich reinrad, wie ich hier auch gefahren bin. Das kommt mir sehr bekannt vor. Der Teil hier der Strecke kommt mir sogar bekannt vor, weil das ist hier der Eurovelo 15. Der Rheinradweg. Hier bin ich ja gefahren, als ich von Basel aus nach Hause gefahren bin. Kann mich noch erinnern. Das war der vorletzte Tag hier von Remagen bis nach Essen am Baldener See. Nicht die entgegengesetzte Richtung gerade, das weiß ich noch. Ist total starker Gegenwind, ist mal ein richtig guter Test jetzt hier für meine Mikrofon-Bastelkonstruktion hier. Thank you.
dazu bleibt einem halt nichts anderes übrig, als dann auch mal über so eine Autobahnbrücke zu radeln, um über den Rhein zum Beispiel hier zu kommen. Es gibt ein Stückchen weiter darunter, wohl auch eine Fähre, aber Harry hat jetzt entschieden, hier als unser Guide heute, dass wir über die Brücke fahren, über die Flughafenbrücke Richtung Düsseldorf. Kommen wir hier zum Dorf an der Düssel. Wir sind jetzt gleich in Kaiserswerth und da gibt es eine kleine Imbiss, kleine Mittagspause, ein Schneck, ich freue mich schon. Sind jetzt hier in Kaiserswerth. Und der Harry informiert sich noch mal eben, dass er uns gleich auch hier richtig uns Touristen hier eine Auskunft geben kann, was wir hier überhaupt sehen. Offensichtlich eine Ruine. So, das ist die Kaiserpfalz hier in Kaiserswerth und Heinrich III. Wurde hier als Sechsjähriger von den Erzbischöfen aus Köln entführt in der Nacht- und Nebelaktion und auf die Burg bei Andernach gebracht, wo auch die Reichsinsignien waren, und dort dann letztendlich auch großgezogen. Und das war dann später der, der den Gang nach Canossa gemacht hat. Hier war er mal zu Hause. Und ist auf den Knien bis nach Canossa gerutscht. Ja, der musste beim Papst ein bisschen um Entschuldigung betteln. Aber ist ein Stückchen, ne? Ist ja mehr als so ein Mammutmarsch, ne? Auf die Knie nach Canossa. Ich weiß nicht, wo er das, angefangen das hat. Das mit dem Schuhwerk, ja gut, auf die Knie brauchst du kein Schuhwerk, ne? Von damals. Naja. Der Harry hatte nicht zu viel versprochen hier von der Currywurst am Berliner Imbiss hier in Düsseldorf-Kaiserswerth. War wirklich lecker. Haben noch ein kühles Kaltgetränk. Ja, kühles Kaltgetränk ist auch gut. Dazu genossen. Und jetzt geht's weiter zur Eisdiele. Ist ja Sonntag. Ne? Da müssen wir natürlich ein mehrgängiges Menü einnehmen. Gibt es noch ein lecker Eis. Ja, wir wissen ja alle, wie angenehm das dann gleich ist, weiter zu radeln. Wenn man so ein Päuschen hatte hier, ne? Lecker mit Currywurst, Pommes, Bierchen war es ja nicht, ein Radler und jetzt hier der Eisbecher auf der Hand. Jetzt haben wir keine Köpfe, ne? Jo, würde ich so sagen. Da kommen wir rutschen mal drunter. Wie ist die Currywurst? Berliner Imbiss.
Wasser kommt. Okay. Wir müssen ein bisschen runterrutschen, sonst haben wir keine Köpfe. Wir müssen runter. Das ist der Kopf ab. Offensichtlich nähern wir uns den Flughafen Düsseldorf. Dass wir Flugzeuge gucken können gleich hier. Und der Flieger da vor uns im Bild sieht nicht so aus, als ob der zum Fliegen gedacht ist. Würde man ja praktisch nicht auf dem Flughafen zusammenbauen, so ein Flugzeug, oder? Ah, da wird der Harry uns bestimmt gleich aufklären. Wenn man das ein bisschen näher betrachtet, sieht man auch, dass gar kein Fahrwerk drunter. Dieses Flugzeug kann nie fliegen. Das gehört zur Flughafenfeuerwehr. Zum Fliegen. Errichtung eines Spaltbauwerks. Ja, das sieht offensichtlich sehr gut versperrt aus hier. Da kommen wir auch nicht drum herum. Unerwartetes Ende hier des Weges. Ne, da hat der Harry sich aber nicht gut vorbereitet hier für heute. Wie siehst du das, Klaus? Oh, oh. Der hat er vorher mal abradeln können. Ne? Das hätte er wissen können. Also, seit einem Jahr gesperrt hier, für ein Jahr, wie auch immer. Nein, Quatsch, da kann Harry ja auch nichts für. Ist halt so. Und ich habe wieder mein Frosch-Outfit angezogen, denn es fängt ein bisschen an zu tröpfeln. Und ich glaube, das könnte gleich auch ein bisschen mehr anfangen zu tröpfeln. Nochmal ein Blick auf den Flughafen. Eigentlich wollten wir ja hier Flugzeuge starten und landen sehen. Vielleicht kommt da gleich noch eins. Bevor ich die neue Imprägnierung der Regenjacke testen kann. Die habe ich nämlich gestern frisch imprägniert in der Waschmaschine. Und gleich bin ich schlauer, was das gebracht hat. Da bin ich dann ja wieder Kind, ne? So Flugzeuge gucken. Das macht Spaß. Blauer Himmel. Wolke. Finde den Fehler in der Fahrtrichtung. Aber so wie es aussieht, fahren wir der Regenwolke hinterher. Die fliegt vor uns weg. Das ist natürlich eine feine Sache dann, ne? Also der Regenjackentest ist positiv ausgefallen. Jacke ist wieder trocken, ist also abgeperlt. Das Wasser, gut, das war jetzt ja auch nicht viel Wasser, aber offensichtlich hat die Investition von, ich glaube, 12 Euro hat die Flasche gekostet. Und da kann man ein paar Mal mehr mit imprägnieren, sich gelohnt. Auch die Möglichkeit, mal hier Pause zu machen, wunderschön. Wir radeln ja gerade durch den Wald hier in Richtung Duisburg zurück. Kannst du Mühle spielen, dich mit den Waldarbeitern unterhalten. Na gut, das ist ziemlich einseitige Unterhaltung dann, aber eine Boccia-Bahn. Wir fahren jetzt hier die Schlossallee entlang auf die nächste Sehenswürdigkeit, so das nächste Highlight, und zwar ist
Das ist der Familiensitz der Grafen von Spee. Ich glaube, es sind nicht die von den Spee-Megaperls, sondern irgendwie wohl so Immobilien-Magule, wie sagt man so schön. Mogul heißt das, ne? Immobilien-Mogule. Heute habe ich auch ein bisschen Wortfindungsstörung. Ganz vom Nahen hier das Schloss Heldhoff, also der Familiensitz der Grafen von Spee, die wahrscheinlich nichts mit den Megaperls zu tun haben. Und sind wir die Schlossallee jetzt hier raufgeradelt. Die radeln wir gerade wieder zurück. Und hier gibt es auch noch so einen Rhododendron-Park mit Ausstellungen, aber momentan kommt man von dieser Seite halt nicht daran. Es gibt keine Rhododendron zu sehen. Wenn ich bei meinen Ausflügen in den Niederlanden schon kein Tulpenfeld gesehen habe, so zumindest jetzt hier am Rhein zwischen Düsseldorf und Duisburg eine Rosenplantage. Direkt neben der Weihnachtsbaumplantage. Nach jetzt 71 Kilometern Zielgerade, Biergarten. In Duisburg, Waldmannsheil. Freunde, wir wollen ja eigentlich jetzt hier noch ein Bierchen draußen im Biergarten trinken, sind jetzt aber drinnen gelandet. Das ist jetzt nicht dem Wetter geschuldet, sondern dem Angriff der Killer-Moskitos da draußen. Gerade ein ganzer Schwarm. Also bei den Moskitos heißt das auch Schwarm, ich habe keine Ahnung. Jedenfalls haben wir uns jetzt lieber hier reingesetzt. Da gibt es noch ein lecker alkoholfreies Weizen. Ja, liebe Leute, das war schon wieder die Tour hier heute in Duisburg mit Krefeld und Düsseldorf, die Runde. Und am Ende des Tages sind es jetzt 73 Kilometer geworden in 9,5 Stunden. Da haben wir uns ganz schön gesteigert, der Harry, der Klaus und ich. Weil letztes Mal, als Harry und ich hier unterwegs waren, da waren es in 9 Stunden nur 60 Kilometer. Haben mir auf jeden Fall eine Menge Spaß gemacht, heute mit euch unterwegs zu sein. Harry, hast du super ausgearbeitet, auch wenn am Flughafen halt die Sackgasse war. Aber kann ja mal passieren, ne, dass da so ein paar Bauarbeiter immer so einen Zaun hinbauen. Unfassbar. Machst du nix, ne? Machst du nix. Und Klaus hat uns eingeladen, mal eine Tour mit ihm am Niederrhein zu fahren. Der Klaus kommt aus Kleve. Da haben wir natürlich auch sofort Ja gesagt. Ne? Niederrhein ist wunderschön. Ein bisschen in die Niederlande rüber. Wenn, ich habe fast gesagt, das Wetter das wieder zulässt, aber es gibt ja auch noch andere Bedingungen, ne, die das Ganze ein bisschen erschweren, aktuell in die Niederlande zu fahren. Da müssen wir mal ein bisschen warten. Ja, auf jeden Fall war es eine wunderschöne Tour. Mir hat Spaß gemacht. Mir auch. Ja. Ich sage Dankeschön. Gerne. Komm gerne wieder und dann auch gerne mal zum Niederrhein. Ja, gerne. Alles klar, liebe Leute. Ups, bisschen verkippelt hier. Also dann tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschö.